Game Boy Advance Kalender. Game Boy Advance Kalender. Es gab Mortal Kombat 1 und 2 für den Game Boy Classic. Beide Teile haben absolut nicht funktioniert. Dann gab es Mortal Kombat 4 für den Game Boy Color. Und es hat schlichtweg nicht funktioniert. Was auch immer die Jungs bei Midway oder Virtucraft oder sonst wo geraucht haben, auf jeden Fall hat es sie auf den Gedanken gebracht, hey, wenn wir jetzt Ultimate Mortal Kombat 3 für den Game Boy Advance umsetzen, dann, ja, dann muss es ja funktionieren. Und funktioniert das Spiel? Ja, tatsächlich ist es eine wirklich gelungene, sehr sauber spielbare Adaption von Ultimate Mortal Kombat 3. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Nein, es funktioniert natürlich mal wieder nicht. Surprise! Nein, es funktioniert nicht. Video zu Ende. Oh Mann, das ist jetzt auch doof. Ach, geh was durch. Okay, wo fangen wir an? Alles ist unglaublich langsam. Da ist kein Kampf geschehen, eher ein Gegner, der dauernd wegläuft. Kombinieren, vergiss es. Liegt wahrscheinlich einmal daran, dass wir mangels Buttons am Advance nur High Kick und High Punch zur Verfügung haben, aber je nachdem, wie viele Buttons man schon gedrückt hält, wird ein bestimmter Klick nicht registriert. Dann kommen wir zu den Hitboxen. Die sind ein Desaster. Ich habe keine Ahnung, wann ein Tritt oder Schlag landen kann. Und manchmal passieren ganz kuriose Dinge. Wenn ihr wirklich mal weit kommen wollt, hier die sichere Strategie. Lauft einfach auf den Gegner zu und hämmert auf die Kick-Taste ein. Anscheinend hat die KI dem nichts entgegenzusetzen. Ach, let's face it, Mortal Kombat 1 hatte auch so seine Probleme. Es war deutlich klobiger als der große Konkurrent Street Fighter zur selben Zeit. Das wurde in Mortal Kombat 2 aber deutlich verbessert. Und hier sind wir Generationen später auf einem Level angekommen, das noch viel sperriger ist. Dazu die unerträgliche Musik, die zum Teil aus 3 Sekunden Audio in Dauerschleife besteht. An irgendeinem Moment müssen die Macher das Spiel nochmal getestet und gesagt haben, nee, das geht nicht. Beziehungsweise Midway müsste doch mal gemerkt haben, hier packen wir unsere Marke lieber nicht drauf. Wo ist die Regierung, wenn man sie mal braucht? Aber Dennis, auf dem Game Boy Advance ist es aufgrund technischer Limitierungen auch echt nicht so einfach, ein flottes, gutes Beat'em-up zu bauen. Wieso hat es Street Fighter dann geschafft? Ja, dem Advance stehen nur eingeschränkte Mittel zur Verfügung, verglichen mit der Konsolenlandschaft derselben Generation. Dann ist es aber halt ein wesentlicher Teil meiner Aufgabe bei der Portierung, Kompromisse und Anpassungen reinzubringen, um das Beste daraus zu machen. Spätestens wenn man dem Kanal von The Parappa folgt, dann weiß man, dass Midway ab und zu die eigene Marke hintergeht und einfach überall draufklatscht, wo es einen Finish him gibt. Und sowas kann dabei rauskommen. Es gibt haufenweise gute Mortal Kombats. Mortal Kombat 2 für den SNES? Super. Ich bin auch ein ziemlicher Fan von Mortal Kombat 10. Ja, verdammt, sogar Mortal Kombat 4 habe ich extrem genossen. Da verzeiht man auch mal den ein oder anderen fauligen Apfel in der Reihe, wie eben dieses Spiel. Wenn ihr Fan von Mortal Kombat seid, dann lasst die Finger weg. Wenn ihr kein Fan von Mortal Kombat seid, lasst die Finger bitte auch weg. Dieses Spiel benötigt keinerlei Beachtung. In keinem Fall.